Ja, Steffen, wollen wir anfangen? Wie heißt der jetzt gerade reinkommt? Ja, dann halt mal deine Kamera dahin, ob die Jungs da was sehen. Und am besten einmal hier aufs Schloss hin. Ah, das ist auch was zu erkennen. Also können wir anfangen? Gut, dann möchte ich mich mal vorstellen. Mein Name ist Arthur. Ich mache Lockpicking seit 10 Jahren. Wenn ihr da drüben aufhört zu schwätzen, dann tue ich es mir leichter. Ja, geht wirklich leichter, wenn ihr aufhört zu reden. Also mein Name ist Arthur. Ich mache das mit dem Lockpicking seit über 10 Jahren. Ich habe mich schon als Kind dafür interessiert, wie Schlösser aufgehen. Vor 10 Jahren, vor 12 Jahren genau, habe ich dann Steffen kennengelernt. Der hat immer mal mit dem Chaos Computer Club rumgemacht und anlässlich einer anderen Versammlung kam ich mit Steffen zusammen und da war uns klar, hoppla, wir haben beide das gemeinsame Hobby, wie gehen Schlösser auf? Da gibt es immer mehrere Möglichkeiten, man kann ein Schloss knacken, man kann es zerstörungsfrei öffnen oder man kann es mit dem Schlüssel nachschließen. Na, da haben wir uns getroffen und wenn 3 Deutsche zusammen sind, dann gründen sie immer gleich einen Verein und deswegen sind wir die Sportfreunde der Sperrtechnik. Einige von euch können sich an uns noch erinnern, weil wir haben hier schon mal die Meisterschaften ausgetragen, inklusive Fanfarenzug, war ein großes Spektakel damals. War ein sehr schönes. Dann haben wir die letzten Jahre natürlich das immer den Sport mit großem Erfolg gemacht. Im letzten Jahr waren wir dann in Hamburg, haben dort die Meisterschaften gemacht. Dann waren wir im Felbert, im Schloss Mekka, so, wo die ganzen Schlösser hergestellt werden, jetzt dieses Jahr. Und nächstes Jahr sind wir Anfang November in Stuttgart damit. Und durch das, dass wir ja auch jetzt international sind, ziemlich viel auch mit den Holländern und den Amerikanern zusammen machen, hatte mich letztes Mal zur Meisterschaft in Holland der Barry gebeten und der Han Fey, das sind Kumpels von mir, Mensch Arthur, du bist doch auch ein Schlosssammler. Zeig doch mal, was du ganz überhaupt für Schlösser hast. Ich weiß auch, dass du Öffnungswerkzeuge von der Stasi hast. Das sage ich natürlich, ich habe alles von der Stasi, was es so gibt, denn ich habe nach der Wende gleich jemanden kennengelernt, und der sollte die Sachen zwar abgeben, die ich jetzt hier vorführe, aber der wollte die nicht so abgeben. Er dachte, ich habe jetzt da 20 Jahre lang mitgearbeitet, jetzt gebe ich mein Werkzeug nicht einfach so her. Beim Kühlschrank entsorgen war halt die Kühlschränke nicht voller Flaschen, sondern voller Werkzeuge von der Staatssicherheit. Bei der Staatssicherheit geht es natürlich immer um eine ganz andere Geschichte. Das hat mit Lockpicking letztendlich nichts zu tun. Klar, dahingehend, dass die Schlösser zerstörungsfrei aufgehen, aber bei uns ist das ein sportlicher Wettbewerb und nicht so wie bei der Stasi, dass die sich dort Schlüssel machen. Mein Vortrag soll heute auch nicht jetzt den Anspruch haben, dass hier jetzt alle Schlösser auf die Schnelle aufgehen. Dazu haben wir hier nicht die Gelegenheit, wir haben hier keine Tür, müsste ein bisschen stiller sein, man muss die Stifte hören etc., aber das meiste wird doch angehen. Lass uns doch einfach mal anfangen. Ich zeige euch mal ganz einfach ein Schloss, wie das aufgebaut ist. Weil es wissen ja nicht alle Leute, wie so ein Schloss aufgebaut ist. Geh mal näher ran. Super. Also wir sehen hier oben die Kernstifte und hier unten die Gehäusestifte. Jetzt beim Lockpicking. Wir haben ja hier oben den Schlüssel, kann man gut erkennen. Jetzt beim Lockpicking versuchen wir ja hier diese Stifte einzeln auf die Scherlinie, also hier, was sich hier dreht,
hinunterzudrücken, um so mittels Spanner und einem Haken dieses Schloss zu entsperren. Jetzt gab es natürlich der DDR eine Schlossfabrik Babelsberg. Und die Stasi hatte ja immer ein Interesse daran, in die Wohnungen reinzukommen, aus welchen Gründen auch immer. Meistens waren es Abhörgeschichten. Da wurde verwanzt, da wurde gemacht, da wurde getan. Und um das, dass man das auf die Schnelle ohne Schlüssel realisieren kann, möchte ich euch mal hier das erste Werkzeug vorführen. Wir sehen hier das Schloss. Das ist jetzt keins aus einer DDR-Produktion, aber es ist derselbe Erfolg. Die Stasi hat dann hier einen sogenannten Himmelsschlüssel hergestellt. Könnt ihr das sehen? Oben die Zacken. Und hiermit hat die Stasi dann alle Stifte unten in das Kerngehäuse reingedrückt, so dass man auch gleich schließen kann. Der Nachfolger von diesem Kamm war dann schon hier dieses Gerät. Ich zeige das aber gleich mit dem Kamm. Das heißt, ich habe hier das Werkzeug eingeführt, ich habe dann den Kamm runtergedrückt, mit dem Kamm alle Schlüssel heruntergedrückt, also alle Stifte heruntergedrückt und konnte dann schließen. Ich möchte es mal hier an dem Schloss vorführen. Halt. Wesentliche habe ich ganz vergessen, klar, durch den Aufbau. Bevor die Stasi letztendlich los ist ans Schloss, haben sie immer erst mal einen Mitarbeiter losgeschickt. Der hatte hier eine kleine Kamera, die ist wirklich sehr, sehr, sehr klein. Ja, jetzt zu dir. Und der durfte als allererstes mal das Schloss fotografieren. 1, 2, 3, 4. Wenn man das genau hier hinlegt, 5, 6, sauber belichtet, hat er die Kamera wieder zurückgebracht. Also wusste der Führungsoffizier gleich, um welches Schloss sich das handelt. Ja, also der Mann war nur da, fotografiert, drauf. Und jetzt wissen wir, es handelt sich um dieses Schloss. Die Filme sind dann entwickelt worden. Kamera war tatsächlich im Einsatz. Sind die guten Füchse hier hingegangen? Ich mache so. Haben hier alle Stifte runtergedrückt. Den Kamm hier eingeführt. Ja, und jetzt nur den Kamm heruntergedrückt. Es nützt nichts. Von hier ist es sehr schwer. So, und damit der Kamm nicht verbiegt, haben sie oben noch einen Schlüssel reingesteckt. Aber das funktioniert. So, und schon ist der Schließzylinder entsperrt. Ja? Und so schnell waren die Jungs drin. Klar, hat jetzt ein bisschen länger gedauert, weil von so und so normal kommt man immer von vorne auf die Türe. Das war schon mal der Himmelsschlüssel. Alle Öffnungswerkzeuge, die hergestellt haben, waren immer Himmelsschlüssel. Klar, was weiß ich, warum die Jungs so schnell in den Himmel wollten. Aber man sieht, klappt wunderbar, nimmt raus, so und so. Ging bis Baujahr 95 bei allen Babelsberger Schlössern. Ich habe jetzt über meine Erfahrung, weil ich das länger mache, auch deutsche, westdeutsche Produkte entdeckt, die sich mittels dieser Methode, mit diesem einfachen Kamm, sofort in dieser Zeit entsperren lassen. Die Stasi hatte dann das als Nachfolgerwerkzeug. Und das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Kommt an, hat es hier in einer Hand, führt den Schlüssel ein, ist ja letztendlich nur ein Schlüssel, drückt runter und kann sofort schließen. Jetzt hatten die natürlich nicht nur die ganz normalen Schlösser. Wer sich da ein bisschen auskennt, der weiß, dass die so schöne Einbausicherungen hatten. Ich zeige das mal hierher, dass das jeder sieht. Kennt jeder diese Kreuzbartschlösser? Und es war wirklich, egal wo ich hinkomme, in der SBZ, immer verbaut. Und das hat mich natürlich auch immer interessiert, wie das funktioniert. Was machen die Jungs hier?
Wir haben hier einen sogenannten Besen. Das ist einfach aus einem Draht. Ihr seht es, wie das gebogen ist. Könnt ihr das gut sehen? Im Zahnarztdraht macht der Zahnarzt so die Kinderspangen mit. Gebogen, geriffelt. Und haben hier ein sogenanntes Druckstück. Stasi spricht da immer vom Druckstück, wir Lockpicker sprechen vom Spanner. Dieser Spanner ist da dazu da, dass man das Schloss drehen kann. Jetzt wissen wir, dass dieses Schloss es hat hier Stifte, letztendlich überall da Stifte, wo, die man hier auch am Schlüssel sieht. Jetzt muss ich mal so rum her. Jetzt habe ich hier ein Problem. Doch zuerst wollten wir es eigentlich mal abschließen, ist egal wie rum. Es ist jetzt zu, dann wollen wir es mal abschließen. Mussten die ja auch machen, wenn sie wieder raus wollten. Jetzt haben wir jetzt versucht, mittels diesem Druckstück, hopp, ich rutsche hier durch. Schon entsperrt, also er ist schon offen, also ich habe ihn schon entsperrt. Steffen, kannst du mal herkommen mit der Kamera, dass es jeder sieht. Er ist hier nicht mehr in der Grundposition. Sieht man, ich habe ihn hier schon verdreht. Seht ihr, wenn ich den jetzt weiter drehen würde, würde sich der Zylinder auf der Halbseite wieder einschnappen. Also das heißt, ich müsste diesen Vorgang, den ich eben gemacht habe, viermal machen, um eine komplette Tour zu schließen. Das haben sich die Jungs auch gedacht, wir können ja da nicht rum an der Türe rumschrauben, sondern die haben sich einen neuen Himmelsschlüssel einfallen lassen. Diesen Himmelsschlüssel habe ich hier in mehreren Ausführungen. Ich möchte es auch mal gern demonstrieren. Wir haben hier den Schlüssel und hier haben wir ein Nachschließgerät. Auch ein Himmelsschlüssel, der heißt Nummer 52. Das ist die letzte Entwicklung, das ist die beste. Ich habe hier noch eine ältere Entwicklung. Der sieht richtig schön futuristisch aus. Deswegen habe ich das mal mitgebracht, auch die Originalhülle hier. Und er sieht aus wie ein super Sputnik. Und dann sieht man, dass hier die einzelnen... sieht man, dass hier die einzelnen Federn hier rauskommen. Kann man gut sehen, gell? So, jetzt sind die natürlich hin. Das Schloss ist gepickt. Ich muss mich leider noch mal so rum. Gucken, wo wir stehen. Jetzt entspanne ich hier mein Werkzeug.